Also wenn ich den rieche, ich bekomme nach so halbe Stunde Kopfschmerzen, muss ich ehrlich gestehen. Wieso kauft man sich überhaupt einen Herbapura? Und dann noch neuer Flakon. Wow, Bro, das ist Downgrade. Freunde des Olobesten, Modegeschmacksfreunde, ey, hier sehen wir mal Andy Abi vor der Kamera. Und heute haben wir ein neues Format, also eine neue Videoidee, die ein Abonnent von uns, ein Zuschauer von uns, ein Man of Culture vorgeschlagen hat. Und sie ist ganz simpel. Ich bewerte heute eure Parfümkollektion, eure Parfümsammlungen und gebe da ein bisschen so meine Energie rein, so ein bisschen meine Thoughts. Wo macht das Sinn oder allgemein einfach eine Meinung vom Experten Andy Abi. Ihr wisst, meine Meinung im Parfüm hat Wert. Hat Value. Und deswegen habe ich auf Instagram geschrieben, by the way, Instagram oben verlinkt, falls ihr nächstes Mal mitmachen wollt, habe ich geschrieben, ey Jungs, schickt mir mal gerne Bilder, Videos von euren Sammlungen und ich gehe rein. Deswegen habe ich heute 6 Zuschauer ausgesucht, werde ich auch alle nennen mit Instagram-Tag und wir schauen, was die Sammlung so kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen einfach so random an, also wir fangen jetzt nicht unbedingt mit einer Reihenfolge an. Also Friends, gehen wir direkt rein in die erste Sammlung und die ist vom guten Official.Junior. Okay, der kommt auf jeden Fall aus Österreich und er hat geschrieben, Like und Abo auf Ehrenbruder-Basis, schon mal sehr, sehr wichtig, auch Glocke an der Stelle, ganz kurz Like und Abo. Und auf Instagram schreiben, falls ihr nächstes Mal dabei sein wollt, gehen wir direkt rein zum Schauen, was der gute Mann hat. Also der hat auf jeden Fall Sauvage, Parfum, okay, von Dior, Angel Share. Der hat Stronger With You, der hat den neuen Herbapura, Bro, wieso kaufst du den neuen Herbapura? Also allgemein, wieso kauft man sich überhaupt einen Herbapura? Und dann noch neuer Flakon, wow, Bro, das ist Downgrade des Grauens. Naxos haben wir hinten, haben wir Boss Bottled, den Altair, den Fake Initio, glaube ich, ja. Dann haben wir hinten noch ein paar random Düfte, ich kenne die Brand, muss ich sagen, nicht, also ich kenne sie nicht direkt. Gehen wir weiter. Ah, okay, haben wir eine Aufnahme. Hat er sogar Jeremy Fragrance Düfte. Hat ein paar Klassiker. Cool Water sehe ich hier. Oh, der ist sehr underrated. Dieser Duft, das ist der Hermes Eau d'Orange Vert. Sehr, sehr underrated. Hat Haltbarkeit von 10 Minuten, aber gute 10 Minuten sind mehr wert als schlechte 2 Stunden. Ihr wisst Bescheid. Mandarino von Tom Forty. Ich muss schon sagen, der gute Mann hat auf jeden Fall eine Sammlung, die ist nicht schlecht. Also ich glaube, meine Favorites in der Sammlung sind sicherlich Angel Share, sehr schöner Duft, also auch wenn er im Hype ist, top, top Ding. Dann Altair finde ich schön, also ich trage den ein bisschen selten, aber finde ich cool. Sonst, die Düfte kann ich leider nicht bewerten, kenne ich nicht so gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein paar Banger. Also auf jeden Fall, ich sage auch, Greenlay von Parfum de Marly ist sehr underrated, ist ein sehr, sehr grüner, also wie der Name sagt, grüner Duft, kennen auch nicht so viele. Und wem der passt oder wer diese Grünnoten fühlt, der ist auf jeden Fall hier gut dabei. Also für den Sommer underrated Duft. Und sonst, ja, ich finde auch den, das ist dieser, wie ist es nochmal, dieser Al Naharain. Vom Experten Andy Abi kennt. Der ist auch cool. Also ich würde der Sammlung im Fall, ich schwöre, dass die Sammlung ist eine stabile 8,5 von 10. Also was ich eigentlich dir noch empfehlen würde, wie ich gerade sehe, du hast eigentlich praktisch keinen Lederduft. Also ich sehe spontan hier keinen einzigen Lederduft, der jetzt raussticht. Wenn ihr einen seht, schreib Bescheid. Ich würde auf jeden Fall einen Lederduft empfehlen. Wenn du klassisch gehen möchtest, gehst du Tom Ford Ombre Leather. Also Ombre Leather wirklich ein Top-Ding. Den würde ich empfehlen. Aber sonst 8,5 von 10, starke Collection auf jeden Fall. Wir gehen direkt weiter zur Sammlung von Finn.dxa. Grüß Kind raus an den besten Mann. Und man sieht in der Sammlung, die ist relativ klein, aber fein, muss man sagen. Der hat insgesamt 5 Düfte. Also vielleicht ist er auch jünger, ich weiß nicht, wie alt der gute Mann ist. Aber 5 gute Düfte sind besser als 20 schlechte Düfte. Ihr merkt, Freunde, Annual Weisheiten heute. Und wir haben hier zum einen Imagination von Louis Vuitton, Top-Duft. Ist für mich ein bisschen ausgelutscht, muss ich sagen. Also ich rieche den zu oft in meinen Kreisen, aber das hat auch nur damit zu tun, dass ich in den High-Class-Bereichen bin, wo Leute gerne 300 Euro für den Duft ausgeben. Und der Duft ist eigentlich ganz simpel, ist sehr frisch, hat eine T-Note drin. Kann ich jedem empfehlen, wenn du ein bisschen mehr Geld in der Tasche hast, geh rein. Haben wir Torino 21, finde ich von den 2 besser sogar für den Preis-Leistungs-Verhältnissen. Finde ich geiler, aber ey, am Ende des Tages kaufen wir mal beide. Ganz einfach, kaufen wir mal beide. Dann gehen wir rein zu Oud Satin Mood
ein sehr, sehr starker Rosen-Oud-Duft. Ich muss ehrlich sagen, der ist mir sogar ein zu stark. Also wenn ich den rieche, ich bekomme nach so halbe Stunde Kopfschmerzen, muss ich ehrlich gestehen, der ist unglaublich stark. Also wer gerne so eine so Haltbarkeit von 30 Stunden, das ist der Duft. Ja, ich glaube auch gut, dass er die kleine Version hat, weil die ist auf jeden Fall stark genug, wenn ihm das reicht. Tom Ford Noir Extrem, top Duft. Für mich der beste Preis-Leistung Tom Ford Duft. Einfachster Date-Duft muss man haben in der Collection, finde ich grandios, trage ich heute noch gerne. Und dann ganz in der Ecke ist dieser Prada Ocean, gar nicht mein Fall. Muss ich sagen, gar nicht mein Fall. Das ist so ein Freshie, so ein blauer Freshie. Das ist diese Luna Rossa Version, gar nicht mein Fall. Also ich muss wirklich sagen, diese Collection ist top. Außer der ist halt Quatsch, aber ich glaube wahrscheinlich wurde ihm einfach geschenkt von Mama oder so, kennen wir alle. Oder so Dad kommt nach Hause vom Flughafen, muss kurz Geschenk suchen, das ist gar so ein Duft. Nee, ich sag ehrlich, für eine kleine Sammlung hat es eigentlich alles, was man braucht. Man hat einen Date-Duft, man hat sogar zwei Sommerdüfte, die frisch sind, man hat einen Winterduft. Einzige, was fehlt, finde ich, in dem Fall wäre so ein Herbstduft. Zwar kann man auch Tom Ford Noir Extrem benutzen, aber ich finde, man braucht wirklich so einen Duft, der so ein bisschen alkoholisch auch ist. Also so, sagen wir, ein bisschen reingeht. Ich würde dir deshalb den Xerjoff Don empfehlen. Also ich weiß, ein Duft, den wenige kennen und wenige auf dem Schirm haben, aber es ist ein sehr, sehr geiler alkoholischer Duft mit Schwarzpulver drin. Ist auch was Eigenes und der würde sicherlich auch gut kommen in dieser Jahreszeit. Aber ja, sonst wie ich top Sammlung. Ich gebe dir eine gute 7,5 von 10. Hat Ausbaupotenzial, aber ist top. Finde ich geil. Gehen wir direkt weiter zum Leon Schüler. Also L17 en Eon. Der hat auf jeden Fall eine kleine, aber feine Sammlung. Der hat zum einen Initio Side Effect. Top Winterduft. Das könnte auch zum Beispiel auch der vorherige brauchen. Wirklich ein schöner, süßer, aber starkes Jahr. Gute Haltbarkeit. Der für den Winter ist top. Altair. Schöner Vanilleduft, kann man machen, guter Allrounder auch. Dann haben wir hier, keine Ahnung, also ich bin nicht so gut bei diesen Moleküldüften. Ich kenne nur jemanden, der einige davon hat. Jaja, grüß gehen raus, er hat einen sehr schönen Molekülduft. Dann haben wir hinten den Bulgari Man, Neroli, oder ich sehe nicht ganz die Farbe. Halte ich nicht viel davon, ist sehr ersetzbar der Duft. Ich finde, der Bulgari hat sehr, sehr geile Düfte. Also wenn ich euch auch so ein bisschen, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, und ihr euch auch was leisten könnt, dann empfehle ich euch unbedingt die Bulgari Private Line. Also Düfte wie Tigar oder Cobra. Also wirklich die, oder auch Onek war das, glaube ich. Also auch so fancy Namen. Deswegen Bulgari Düfte müsst ihr auf dem Schirm haben. Haben wir jetzt zwei Tom Ford Düfte, Bitter Peach und Fabulous. Gute Düfte. Gute Düfte sind sehr teuer leider. Aber ich mag beide. Also ich mag Fucking Fabulous mag ich sogar sehr. Ich habe den auch bei mir zu Hause schon einen zweiten Flakon. Ist auch ein guter Allrounder, der riecht sehr eigen, hat so ein bisschen Almond, also ein bisschen nussig ist er drin. Muss man mögen, aber sonst glaube ich sehr auch maskulin. Und Bitter Peach finde ich geil zum Layern. Dann hinten Versace Eros, Klassiker. Ja. Sole Blanche, Eisenberg, Paris, Jose und Lost Cherry. Ey, all in all, auch ausbaufähige Sammlung, der vor allem hat große Namen drin, muss man sagen, Tom Ford, viel, Parfum de Marly, Initio, also die Bestseller. Ich würde auf jeden Fall dem guten Mann, also dem guten Leon, ein paar Düfte empfehlen, die so ein bisschen mehr Charakter haben, also Düfte, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt und auch die DNA zum Beispiel jetzt nicht auch jedem taugt, aber das finde ich sind dann die Düfte, die man auch am meisten genießt. Ich habe auch viele davon, aber sonst Top Collection, gebe ich eine gute 7 von 10, glaube ich, ist fair, 7 von 10 oder 7, 8 von 10, sowas. 7,5, auch 7,5. Und da gehen wir direkt zur letzten Sammlung. Und die ist auf jeden Fall heftig, sehe ich direkt. Hier zwei Bilder, also die ist von Louis.plrn. Grüß gehen raus an den Besten. Wir sehen auf jeden Fall, der gute Mann, der hat schon einiges reingebuttert in seine Parfümsammlung. Also der erste Slide, wir haben hier Roger Isola Blue. Top, top, top Ding. Das ist einer der, wenn du Geld hast, der für den Sommer, Abfahrt. Reflection 45, pudrige Bombe. Also, der gerne den Reflection hat, dieses pudrige, blumige, das ist einfach sein Bruder auf Steroiden halt. Top, top Ding. Werde ich vielleicht heute tragen. Oud for Greatness. Ist nicht mein Duft. Diese Safran-Süße stört mich ein bisschen. Nicht mein Fall. Dann diesen arabischen Duft von diesem Dubai Brand,
von Dubi Mubi. Ist nicht mein, also kenne ich jetzt nicht in dem Fall, also habe ich nicht in der Nase, kann ich nicht beurteilen. Dann haben wir einen Naxos, oder? Oder ist dieser, ich glaube, ist Naxos. Klassiker, kann man nichts falsch machen. Da haben wir hier zwei Rogers, den einen, den hinteren, der ist sehr, sehr krass. Den habe ich gerade letztens in einem, bei uns im Oswald, das ist ein Schweizer Laden, gerochen. Top, top Ding. Den da habe ich gerade nicht in der Nase, muss ich gestehen, aber sieht auch fancy aus. Dann haben wir hier zwei Jerk-Offs. Einmal den Tony Iommi, für mich einer der besten Clubbing-Düfte, die es auf dem Markt gibt. Dann haben wir noch da den Stone Label. Der ist so ein schöner Gourmand-Duft. Der riecht wie eine, kennt ihr diese teuren Orangen, die man zu Schokolade einlegt? Genau, das so riecht er. Auch Haltbarkeit 10 von 10. Den muss ich mir noch kaufen, aber für den Winter erst. Ist auch teurer Spaß, kostet glaube ich so 400-500 Euro oder 450. Top Ding. Also bis jetzt krasse Sammlung. Und gehen wir direkt weiter, okay. Gehen wir sogar auf den Kopf. Also der gute Mann hat auf jeden Fall die Reserven, sich sowas zu kaufen. Der hat hier hinten den guten alten Versace Blue Jean Klassiker. Ist jetzt nicht mein Fall, aber jeder hat so Düfte, die von früher sind und die Liebe verdienen. Dann haben wir hier hinten auch noch irgendwelche Düfte, die ich nicht identifizieren kann. Haben wir noch den Bleu de Chanel, den Eau de Toilette. All-Time Great habe ich auch bei mir zu Hause. Muss man kennen, muss man haben. Oudwood, Klassiker. Kann man nicht haten. Den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. By the way, wenn ihr auch Düfte habt, die ihr denkt, dass sie cool sind und die ich auch nicht kenne, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Instagram direkt. Ich schaue mir gerne neue Düfte an. Ich kaufe auch gerne Blinddüfte. Einfach gerne Link schicken auch direkt. Aber hier haben wir noch den Amour Jubilation 40, die neue Version. Das ist ja die geupgradete Version vom Jubilation 25. Und der ist auch krass. Habe ich gerade letztes Mal Domenico gerochen. Grüß gehen aus dem Domenico. Auch ein krasser Duft. Ist zwar noch sehr teuer, aber wenn die Preise fallen, werde ich mir auch safe einen kaufen. Dann Enigma. Ist nicht mein Lieblings-Roger, muss ich sagen. Der ist ja auch sehr beliebt. Aber da bin ich nicht so überzeugt. Das ist zwar ein guter Duft, aber nicht für den Preis halt. Gehen wir weiter. Zaharoff, Coco Loco, muss ich sagen, noch nie gerochen. Aber auch cool, ich finde es cool, dass der gute Mann in der Sammlung Düfte hat, die sonst nicht so normal sind. Das muss man immer appreciaten. Ein paar Klassiker, haben wir Code, haben wir Jean-Paul Gaultier. Terre d'Hermès muss man in jeder Sammlung haben. Das ist ein Klassiker, wenn man einfach Bock hat auf den Duft, der immer geht. Auch Sommer, Frühling, Top-Ding. Dann haben wir hier unten noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist, glaube ich, ein alter Duft vom Flakon her, aber oh, auch sehr, sehr viele Tester. Kennt man auf jeden Fall. Nein, das, Freunde, ist eine sehr, sehr vorbildliche Sammlung der Düfte drin, die krass teuer auch sind und so halt Main-Character-Düfte sind, aber doch ganz normale Dailies wie ein Oudwood, ein Bleu de Chanel, Jean-Paul Gaultier, auch viele Tester. Man sieht auf jeden Fall, da seine Nase gut gerochen und deswegen diese Sammlung eine lockere 9,5 von 10. Was ich hier noch machen würde, da gute und auch bekannte Düfte, also so auch so, die auf Parfumo ein highest Ranking haben. Aber sonst würde ich auf jeden Fall noch in die Breite ein bisschen mehr gehen. Weil zum Beispiel, da bin ich ein großer Fan. Ich habe auch etwa so 300 Düfte, Pi mal Daumen, 300-400. Und auf jeden Fall habe ich da auch alles so selektioniert. Was in diese Richtung, was in diese Richtung, was mit Pfeffer, was mit Safran. Das macht's aus. Deswegen, Freunde, hat mich sehr, sehr gefreut, die ganzen Sammlungen zu sehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was sind eure Favorite gewesen. Und sonst, wenn euch das Format gefallen hat, gerne Like und Abo auf Ehrenbruder Basis. Und dann bis zum nächsten Mal. Peace out. Woo!